Grüß euch im Gewölbe des Zauberers, hier auf geeknews.de. Ich zeige euch heute die ersten drei Teile des geheiligten Sets. Diese können wir uns momentan über das Daily-System erspielen und ich werde euch jetzt zeigen, wie diese aussehen. Ich habe sie auch schon bereits angelegt. Wir haben zum einen die Schultern, die Handschuhe und die Stiefel. Die Schultern bzw. die Schulter deckt nur die rechte Seite ab, unsere waffenführende Hand. Die linke, in der wir das Schild halten, ist wie beim Gladiator-Set ungeschützt. Was auch Sinn macht, haben wir das Schild. Die Schulter an sich ist sehr groß und mächtig und schützt wirklich unseren gesamten Nackenbereich. Aber auch sehr schön und beeindruckend gestaltet. Gerade dieser wundervolle Engel, der hier mit diesen Lichtstrahlen angedeutet ist im Hintergrund. Sehr schön. Dann haben wir die Handschuhe. Das sind hier diese Armschienen. Passend zu den Schultern. Sehr robust. Sehr imposant. Und auch hier haben wir kleine Figuren eingearbeitet. Wenn ihr guckt, umfassen die Engel diesmal dieses Riesenschild, das hier im Hintergrund ist. Und zu guter Letzt haben wir die Stiefel, dafür muss ich rauszoomen, denn die Stiefel sind diese Sandalen da unten. Ihr seht auch hier, dass sie dieses gezackte Muster haben. Ansonsten gibt es recht wenig über sie zu sagen. Sind halt sehr schlicht, gut für jeden Strand. Hinten mit einer Schnalle kann man sie schließen. Ja, klassische Flipflops. Okay, gucken wir sie uns mal in-game an. Denn wir haben verschiedene Farbkanäle. Bei der Schulter ist das Ganze allerdings relativ ernüchternd, denn ihr seht, dass sie jetzt braun ist. Ich nehme jetzt unseren lila Ton und färbe einfach mal die ersten drei Farbkanäle ein. Und ihr seht, es passiert gar nichts. Bei der Schulter ist einzig und allein für die Farbgebung der Farbkanal oben rechts verantwortlich. Macht die Schulter blau. Mache die Schulter weiß und ich mache die Schulter Messing. Wird alles in einem gefärbt. Weiß ich nicht, warum man vier Farbkanäle gewählt hat. Vielleicht ändert sich später auch nochmal, dann mache ich ein Update zu dem Video. Momentan könnt ihr die gesamten Einstellungen über den Farbkanal oben rechts einstellen. Kommen wir nun zu den Handgelenken. Auch hier haben wir meiner Ansicht nach einen toten Farbkanal von den vier. Das ist nämlich der Farbkanal oben links. Auch hier nicht zu erkennen, dass sich einfärbt mit dem Farbkanal. Gut, die anderen drei sind allerdings voll funktionsfähig und die werde ich euch jetzt auch zeigen. Der Farbkanal oben rechts, ich mache immer weiß, der färbt unsere Metallfarbe ein. Also das ist die Hauptfarbe des Ganzen. Seht hier schon, die großen Flächen, die aus Metall bestehen, sind jetzt weiß. Der Farbkanal unten links, den mache ich jetzt mal in unserem Messing. Das ist ein bisschen zu gleich. Deswegen mache ich es blau, dann können wir es besser sehen. Das sind nämlich hier die Lederelemente hinten, die direkt auf unserer Haut anliegen. Und der Farbkanal unten rechts. Den jetzt Messing einfärbe, werden wir es gut sehen. Denn das sind diese kleinen Platten, die zu zierlich hier sind. Und der Stein hier unten, den wir jeweils auf der Handfläche haben. Und zu guter Letzt färben wir auch nochmal die Sandalen ein. Da funktioniert jeder Farbkanal. Der Farbkanal oben, den mache ich weiß. Da seht ihr, die Sohle färbt sich ein, die Schnalle hinten und auch hier vorne die Zehenhalterung des Flipflops. Und mit dem Farbkanal unten, den mache ich blau. Entschuldigung, da sind wir. Das ist die Lederschnalle, die hier hinten unsere Ferse hält. So, wir wenden das Ganze mal an. Und gucken uns das Ingame an. Hier haben wir die Schulter wieder, diesmal in Gold statt in Braun. Hier haben wir die Armschienen. Ihr seht hier der blaue Farbkanal hinten, der die Lederelemente einfärbt. Hauptfarbe weiß.
auch die Figur hier unten betont. Und Gold haben wir jetzt, beziehungsweise Messing, den kleinen Edelstein. Und das große Element, das zur Zierde hier von der Figur gehalten wird. Unten die Stiefel, beziehungsweise Flipflops. Die sind jetzt weiß und blau. Ich werde diese Elemente jetzt noch mit verschiedenen anderen Charakteren anlegen. Verabschiede mich aber schon mal von euch und hoffe, dass ich euch einen guten ersten Eindruck vermitteln konnte. Bis zum nächsten Mal. Da bin ich mit dem nächsten Charakter. Und wie versprochen gibt es auch direkt ein Update. Denn ich habe festgestellt, dass bei meiner Char nur eine Farbe für die Schulter vorhanden ist. Es scheint sich also um einen Bug gehandelt zu haben bei meiner Menschen. Auch hier bei den Handgelenken haben wir jetzt die drei Farbkanäle. Da kann ich es euch auch nochmal wunderschön zeigen. Die Schulter mit dem einen Farbkanal. Hier die Hauptfarbe oben, deswegen ist das Feld auch größer. Und dann haben wir zwei unterschiedlichen Farbkanäle unten, die dann die Details einfärben. Wollte ich betont haben, da es mir direkt aufgefallen ist. Also, der Fehler tritt wohl nur sehr, sehr sporadisch auf. Trotzdem zeige ich euch jetzt nochmal das Set. Und gleich auch noch mit meiner Asura. Hier sehr schön übrigens hervorzuheben, dass die Klauen jetzt vorne rauskommen. Da hat man die Sandalen wirklich sehr gut angepasst an die Char-Füße. Hier haben wir meine kleine Asura, wie schon eben angekündigt. Auch hier möchte ich nochmal betonen, wie wunderschön die Flipflops gearbeitet sind. Denn auch hier wurden diese Flipflops wieder genau den Füßen der Asura angepasst. Bei den anderen Völkern, wo die Füße den Menschen gleich sind, sind sie adäquat. Aber Asura bekommen hier auch die Zehen wunderbar umbunden mit den Flipflops. Armschienen und die Schulter sind gleich den anderen Völkern. Wenn auch hier so ein bisschen klobiger am Oberarm. Nun möchte ich mich aber wirklich verabschieden und bis zum nächsten Mal.